Hallo und willkommen zurück zu Operantia. Wir sind weiter hier das Gebiet für das Tor zur Unterwelt am Freiräumen. Da mussten wir irgendwelche Schlüssel von Typen bekommen. Aha, seltsames Artefakt. Das ist wahrscheinlich nur ein Item zum Verkaufen. Eine Perle im Inneren. Ja, ne. Ja. Na gut. Wir können auch mal losbuddeln hier. 60 Meter. Don't look at me. I don't have that key. Mhm. Da oben ist aber noch eine Stelle. Können wir da hin? Nee. Ich hoffe mal, dass das einen nicht daran hindert, die gesamte Karte aufzudecken. Wo können wir denn noch weiter? Ach, da unten? Ach, da? So much destruction. I know not why Boldijar's order wants the gate open, but it seems they'll do whatever it takes to make it so. He'll have most of the Korobantsiash order with him this time, no doubt. And I'm inclined to believe his power has corrupted the Bushos that attack us. Boldijar will not escape us this time. None of them will. Hmm. Da ist jedenfalls wieder ein Böser. Ja, ja. Okay. Womit fangen wir hier an? Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht mehr genau beim letzten Kampf erinnern, aber ich meine, der wäre ein bisschen fies gewesen. Ich werde den mal draufhauen. Das können wir direkt rausholen. Ah ja, der Schaden reduziert. Einfach Gruppen hier. Er reflektiert aber da auch ganz ordentlich. Ja. Dann warten wir hier mal. Naja, die töten sich irgendwann selber, aber... natürlich nur, wenn ich den geheilt bekomme. Ja. So, dann den hier. 90 immun gegen Betäuben und Schlafen. Ah, toll. Gegenangriff von allen. Naja, das war nicht so erfolgreich. Okay, dann machen wir den. Hier warten wir ab. Aha.
Jetzt kriegst du ordentlich drauf. Der ist betäubt. Na. Wir können. Die sind nicht dagegen immun, aber trotzdem widerstanden. Reflektiert und tot. Okay. Funken. Gut geht's mir nicht mehr. Sauber. Dann bringen wir. Nein! Okay. Mhm. Na gut, der tut aber ja jetzt alleine nichts. Von daher kann ich mich jetzt hier wieder. Machen wir die erstmal. Aha. Dann heilen wir eine Runde. Heilen. Da muss ich ja jetzt gucken, dass ich möglichst lange mich an dem hochheile. So, dann haben wir Prozente jede Runde. Das ist da ganz okay. Dafür hat die jetzt keine Mana, aber das müsste noch passen, hoffe ich. Die heilt sich langsam wieder voll. Das braucht man nicht. So, jetzt können wir wieder eine Runde aufladen gehen. Das brauchen wir nicht. Machen wir mal den. So, und die kann jetzt den wieder auferstehen lassen. Why do you even bother? Naja. Legendäres Hirtenbeil. Mhm. 10. Ja, eventuell können wir da eine Waffe austauschen. Rüstungsdurchdringend hat halt keinen keinen Stun. Das macht den immun. Was mit dem? Boah, da. Der hat eine höhere Crit-Chance und so weiter. Also Schaden macht die mehr.
Na, dann lass mal das so. Wie sieht's denn mit der aus? Macht's vielleicht Sinn, die Waffe so langsam mal auszutauschen? Moment, ich schreibe mir das mal gerade auf. 260, 125, 367. Wenn wir jetzt die Waffe nehmen und die, sagen wir mal, dann haben wir 299, 134 und 317. Wir haben insgesamt einen höheren Wert. Aber wir verlieren natürlich die 10 Intelligenz und die zusätzliche Angriffschance, die aber, glaube ich, sowieso nicht viel bringt. Na gut, Rüstungsdurchdringen bringt hier auch genau gar nichts. Weil die sowieso nur im Casten ist. Vielleicht macht es da Sinn, ein Schild zu nehmen. Giftschadenbonus nutzt natürlich auch nicht viel. Lebensraub. Das sind Zweihandwaffen, das ist Einhand. Da sind halt nochmal Werte drauf. Nee, bleiben wir bei dem. Okay. Ja, es ist halt, das System ist halt nicht wahnsinnig durchschaubar. Was jetzt, wovon ein Nahkämpfer profitiert, das geht noch. Aber wovon ein Zauberer profitiert, ist noch ein bisschen weniger klar. Dann werde ich hier erstmal. Hador said you know this area. What was he referring to? I was beginning to think none of you noticed he said that. Very well. In case you have not noticed, I am old. Not the greatest opening line to a story, but you have my attention. Old enough to remember Attila's great battle versus Thate, the three-headed dragon who attacked Operantia. His army emerged from that very gate we aimed to unlock. And I saw the battle. I was there. So was Kunsel, my master. Did you see him? I did. And he saw me. At least briefly. Strange. He never mentioned a woman other than Queen Rhaegar. My presence was the least of his concerns at the time. Fate had brought me here. And when the fighting began, I knew here was not a place I desired to be. So I hid. I watched. I admired King Attila living up to his legend and slaying the dragon. Incredible. But then what? Yeah. Did you go say hi? I fled. I had personal reasons for doing so. I see. You were obviously avoiding the king in front of his wife. His promiscuity was quite legendary as well, after all. Not those kinds of personal reasons, Yoshka. Perhaps one day I will reveal them. Enough nostalgia for now. Who wants to buy something? Ja, speichern. Zip. Lagerfeuer freigeschaltet. Whoever moved that large slab in here must have been quite strong. Da war wieder so ein Wink, aber ich meine, das sieht man jetzt auch direkt, dass man das mit dem hier wegtransportieren kann. Na, okay, das war's schon. Bevor wir da aber reingehen, gucken wir uns erst noch den Rest an. Da ist so eine Kiste. Have fun trying to open that without the right key. Na gut.
Gehen wir... Ne, da geht's nicht weiter. Gehen wir noch rein. Die Kerzen flackern, aber sehr wenig. Da ist eine Kiste. Ein Pfeil. Was ist denn bitte ein Pfeil? Er ist sehr spitz. Na, Glückwunsch. Ein Schild. Stärke 3, Ausweichen, minus 15%. Ja, der bringt halt nur Schutz. Ja, der ist vielleicht für eine Quest. Ja. Er ist sehr spitz. Okay, da geht's ansonsten nicht weiter. Da können wir noch runter. Und dann ging es hier noch weiter. Gehen wir erstmal runter. Und da liegt eine Schriftrolle. Kief, unsere Ängste sind wahr. Der König ist tot. In der Sonne der Nähe an einem geheimen Ort begraben werden. Was für eine üble Sache, die in seiner Hochzeitsnacht passiert ist. Ich vertraue niemanden hier, außer dir. Tatsächlich bist du der Einzige, der weiß, dass du diese Notiz hier findest. Ich wünschte, ich könnte dich finden, um es dir persönlich zu sagen. Es gibt zwei wichtige Aufgaben, die du in Attilas Namen erfüllen musst, bevor jemand anderes kommt. Nimm zuerst den Topaz-Schlüssel und vergrabe ihn auf der Insel vor dem Totem. Ich werde später darauf zurückkommen, wenn sie mich nicht zuerst finden. Als nächstes lege das Gewand von Gönchel an einen Ort, den du nur zu dem nur der geliebte Hahn des Königs Zugang hat. Er möchte diesen Taltosch sehr gerne, ebenso wie das Kupferhähnchen, das er ihm einst schenkte. Attila würde eine solche Platzierung zu schätzen wissen. Nicht, dass jemand darauf zugreifen könnte. Mir wurde gesagt, dass der magische Hahn auch mit dem König begraben werden soll. Oleg. Aha. Ein wenig wirre. Na, werden wir mal schauen, wo wir da was dem folgen müssen. Da haben wir einen Truhenschlüssel. Den könnten wir oben dann auch direkt verwenden, aber bleiben wir erstmal hier. Aha. Ein Schieberätsel. Hm? Okay. Ah, kein Schieberätsel, ein Drehrätsel. Anscheinend muss das hier oben mit dem hier unten verbunden werden. Ich vermute aber mal ganz stark, dass man dazu alles verwenden muss. Das erinnert halt ein bisschen an diese Rätsel aus Seven. Also dann gucken wir erstmal, was kann man denn da unten mit überhaupt verbinden? Das hier macht keinen Sinn. Das hier ginge. Man hat aber nichts, womit man das hier verbinden kann, also macht das keinen Sinn. Also bleibt nur der übrig. Okay, das heißt, der geht hier rein. Oder nach oben. Da haben wir jetzt also zwei Optionen. Gehen wir mal davon aus, dass der nach oben geht. Okay, dann machen wir die Seite erstmal. Gucken wir, was wir da für Optionen haben. Da haben wir grundsätzlich zwei Optionen. Einmal nach oben, einmal nach rechts und einmal nach unten. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Das hier ginge auch nicht, weil der noch nicht, doch, der würde nach unten führen. Aber der würde nicht mehr nach oben kommen dann. Ja. Moment, hier das. Genau, da hatten wir.
Okay. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass es das ist. Und wir müssen ihn wahrscheinlich nach da rüber schicken. So, das hier muss die Wahl sein für den. Und vermutlich müssen wir den dazu so umdrehen, dass der da ist. Aber dann wäre die linke Seite ausgeklammert. Davon abgesehen... Vielleicht muss man auch gar nicht alle verwenden. Weil ich sehe jetzt auch schon nicht, wie der hier oben überhaupt hinkommen soll. Okay, guck mal nochmal. Also. Wir haben zwei Optionen, die überhaupt damit nach oben verknüpft werden können. Die Option. Da haben wir... Mit dem würde der nach unten durchgehen. Aber es gibt halt nichts, was man unten mit verbinden könnte. Und man müsste den aber so abfangen, weil er sonst weg wäre. Also macht das keinen Sinn. Ja. Das heißt, den haben wir eigentlich so fix. Da ist nichts dran zu ändern. Und das hier muss der sein, der darauf hinpasst. Wir könnten den nach links schieben. Das würde... So würde das passen. Aber das hier unten passt dann nicht mehr. Kriegen wir den denn von da... Ne, es gibt nichts. Doch, den hier könnten wir damit so abgreifen. Aber wir haben da nichts, was man da unten anbinden könnte. Die passen ja alle nicht. Ich finde, das hier ist ein bisschen schwer zu interpretieren, aber ich glaube, der führt dann da oben hin. Hm. Hier, den hatte ich auch festgelegt. Der ging nicht auf was anderes. Den müssen wir so machen. Der ging ja auch nach oben. Aber das bringt ja hier auch nichts. Also wir haben den jetzt noch darüber. Das ist eigentlich keine... Keine... Große Wahl. Wir können den nicht machen. Wir haben nur die Wahl, entweder den so nach oben zu geben oder so nach oben zu geben. Aber das Problem wäre an der Stelle, dass wir die nicht mehr zurückführen könnten.
Nein, den könnte man darüber setzen, aber das wird ja auch nichts bringen, weil man da keinen Anschluss für hat. Den könnte man nach oben schieben. Was könnte man hiermit Sinnvolles machen? Passt nichts. Also hier diese Ecke, die passt fast gar nicht auf das andere. Wir haben die linke Seite. Das hier führt ins Nichts, hat keine... Der hier muss ja unten mit links auf jeden Fall verbinden. Und dazu hat er zwei Optionen. Die... Aber wenn der den nach links unten verbindet... Dann müsste der das mit dem abgreifen, was nicht funktionieren kann. Und damit habe ich ein Problem. Die Ecke hier passt nicht, egal wie ich die drehe. Wir können den einfach, mit dem unteren können wir nichts anfangen, weil der nicht hier drauf geht, irgendwie. Ansonsten haben wir noch die obere Seite, die macht dann genauso wenig Sinn. Der funktioniert nicht, der funktioniert nicht, das ist ja die untere Seite. Ich verstehe gerade nicht, wie die beiden zusammen funktionieren können. Wir haben nur das, was keinen Sinn macht. Und das, was auch keinen Sinn macht. Also ist möglicherweise hier oben... Also es kann natürlich sein, dass das Rätsel nicht wie Seven alle mit einbezieht. Und dass hier oben die einfach sinnlos sind. Dann müsste man einfach durch den Rest irgendwas zusammenbauen. Einfach. Hier haben wir nichts, was die Mitte abgreift. Also kann das im Grunde auch nicht funktionieren. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Oh. And now we fight invisible ghosts wearing armor. What an outstanding reward. Hätte ich vielleicht vorher heilen sollen. Ausgewichen. Na gut. So. Dann holen wir uns den erstmal dazu. Sp-
Naja, die töten sich ziemlich schnell selber mit diesem Angriff. Dann heilen wir mal alle. Naja, die kriegen es ordentlich aufs Maul. Dann machen wir mal hier diesen Heal. Dann den hier. Können wir eigentlich schon wieder rasten, also oder high, also hier wieder aufladen. Die tun nichts. Stay die down. Sind ziemlich einfach. Und wir greifen einfach normal an. Ja, damit ist der, ne, ist nicht im Eimer. Dann sehe ich selber mal gerade heilen. Da muss ich eigentlich nur warten, bis die sterben. Da können wir leider sonst nichts machen. Wunderbar, aufgestiegen, damit ist er auch wieder voll. Aha. Wächter-Elite. Attilas engagierteste Soldaten waren so loyal, dass ihre Geister sich gezwungen fühlten, sein Grab lange nach dem Tod ihrer Körper gegen das Eindringen zu verteidigen. Wofür braucht ein Geist eigentlich eine Rüstung? Ich werde es nie erfahren. Wir sind anscheinend auch in der Lage, sie zu töten, also sollte ich vielleicht einfach aufhören, Fragen zu stellen. Eine Menge Stufenaufstiege. Dann machen wir die mal. So. Was wollte ich mit dem überhaupt machen? Ich weiß es nicht. Wir konnten uns auf das hier noch hinarbeiten. Verteidigung blockieren. Einfach Stärke erhöhen. Der hatte halt auch keine Möglichkeiten mehr, da noch was anderes zu nehmen. Zuletzt hatte ich das hier, glaube ich, dann noch dazu geholt. Blockieren. Ich habe keine Ahnung, was davon am besten ist. Agilität 3. Ja, nehmen wir die Agilität mit. Oder soll ich mich hier noch nach was anderem vorarbeiten und was droppen? Tiefe Wunde, Waffenschaden. Naja, das macht, glaube ich, alles wenig Sinn. Also machen wir Verteidigung.
Ach, komm, machen wir Verteidigung. So. Dann haben wir hier was Neues. Dunkle Aura. Deine Unterweltfähigkeiten haben jetzt eine 30% Angstchance. Na, mit Unterwelt habe ich aber, glaube ich, gar nichts. Der hier. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. ...50% nach Verwendung einer Windfertigkeit. Jetzt ist es hier Angriffe. Tauschen wir das mal aus. Und dann haben wir noch hier Punkte. Agilität habe ich da gesteigert. Dann haben wir jetzt Stärke. Ne, machen wir weiter. Agilität passt. So, dann haben wir sie. Ne, haben wir nicht. Wir haben den. Der hatte aber auch schon alles voll. Der hat hier eigentlich auch nichts mehr Sinnvolles. Ja, nehmen wir einfach Verteidigung. Hier haben wir dasselbe. Was hat denn der an Dings? Rohe Gewalt, das benutzt er fast nie, da macht das auch keinen Sinn. Und dann haben wir sie. Intelligenz, mehr Lebenspunkte. Das bringt 5 Agilität. Das wäre schon ordentlich. Aber da kommen wir nicht dran. Ja, da wir können 3 Intelligenz nehmen. Nehmen wir 4% Gesundheit. Ja, auch wieder die gleiche Geschichte, aber da haben wir alles Oberweltgedöns. Das macht also auch wenig Sinn. Falsch. Dann Punkte. Weiter Intelligenz. So. Okay. So, was haben wir dann hier? Ach so, und den habe ich. Da habe ich irgendwas vergessen. Der hat eigentlich viel zu viel Stärke. Machen wir hier Intelligenz. Was? Diamantschlüssel. Ein Charchibjek oder so. Und Kettenstiefel. Die sind aber leider nicht besonders gut. Kritischer Schaden blockieren. Der scheint ordentlich stark zu sein. Ja, mit dem Gedanken, das Ding zu ersetzen, hatte ich ja eben schon gespielt. Passt schon. Okay. Und dann war hier noch... Achso, ja, der Schlüssel. Okay. Aber das hier bleibt zu. Kann man nicht mitnehmen. Aha. Da können wir das jetzt von der anderen Seite aus runterlassen. Und hier war auch irgendwo was verbuddelt, glaube ich.
20 Meter. Da ist jedenfalls eine Kiste. Okay, das war weiter hinten. Der Steinmetzhammer. Oh. Das ist eine Zweihandwaffe. ~15-40 Schaden. Kritischer Schaden 18%. Hat halt keine Rüstungsdurchdringung. Das ist der Vorteil von der Axt. Könnte die aber nehmen. Ja. Wunderbar. Topaz-Schlüssel, Stab der Toten. The Staff of the Dead. You sound like you know this staff already. What's its story? Its story is that I know nothing of it, and I just think the name is intriguing. That's not a very good story. Du wusstest schon von diesem Personal. Ja, ja. Stab der Toten. Ein alter Garabonchias entwarf diesen Stab, um die Lebenskraft derjenigen zu stehlen, die er für sterbenswert hielt, und sie auf sich selbst zu übertragen. Lebensraub 25%. Benötigt 60 Intelligenz. ~18% Energie. Hat halt nicht diesen Heilungsbonus. Naja, ich weiß nicht, wie viel die mit dem Lebensraub anfangen kann. Der wahrscheinlich nur bei Angriffen mit der Fernkampfwaffe aktiv wird. Und das nutzt eigentlich nicht viel. Ja, bringt 15 Punkte Energie. Ja, nehmen wir. Okay, das war's dann hier aber auch schon. Also gut, wir haben den Schlüssel bekommen. Was auch eher seltener ist, dass man das durch was Gebuddeltes findet. Dann werde ich hier aber erst nochmal speichern, bevor wir wieder zurückgehen. 102 Meter. Ja, und da war ja auch noch was. Ich kann auch mal gucken, ob oben das Schloss da jetzt aufgeht. Vielleicht sollte ich auch erstmal irgendwas fertig machen. Und na, ich gucke jetzt mal, ob das Schloss aufgeht. Und speichere aber erstmal. My bag offers new items as they are needed. It appears you are in need. Neue Artikel. I know you're wondering where I put all this gold. Let's just say there's a lot you don't know about me. Perhaps one day you will know all. Ein Kristallschab. 20 Energie. Ja, wenn ich das vorher wegen der Energie gemacht habe, macht das natürlich jetzt noch mehr Sinn für die Energie. Ah, kaufen wir den einfach. So, schwere Armbrust. Kritischer Schaden, ausweichen, rüstungsdurchdringend. Ich glaube, das kritische Schaden, das wirkt auf alles aus. Der Rest nicht.
Ob das da jetzt Sinn macht? Na komm, gekauft. So, wir haben eine Armbrust und diesen Stab. Verlieren, ausweichen. Okay, geschenkt. Trefferwertung. Kritische Chance, kritischer Schaden. Nehmen wir das mal hier und wie sieht es hier mit dem aus? Naja, auf die Fernkampftrefferwertung können wir verzichten. Okay. So. Have a look. Hatten wir noch Rätsel? Ne. No key, no entry. Na gut. Dann gehen wir erstmal nach Osten noch diesen Weg weiter. Da haben wir auch wieder so oder wir machen den einfach. Naja, mit den Gegenangriffen vielleicht nicht die beste Wahl. Aber die hat sich dadurch ja jetzt auch geheilt. Da habe ich den Stab noch nicht verwendet. Aber dann soll ich den da vielleicht gar nicht verwenden, wenn sie sich dadurch wirklich so gut heilt. Naja, haben wir erstmal die. Ja, da merkt man schon, die Heilung macht jetzt weniger. Alle verängstigt. Gespenst. Der bringt noch nichts. Betäubt, schön. Mach mal den. Das bringt's das? Nochmal den. Nur der war vorher betäubt, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aha. Heilt jedes Gruppenmitglied? Ne, dann machen wir den. Regen. Der darf den einmal heilen.
Ja, der darf jetzt sterben. May your souls never see the light of the upper world. Eine große Rune. Und der nächste Stufenaufstieg. Große Rune. Mhm. So. Ja, was stand hier auf dem Plan? Eigentlich auch nichts mehr. Die hatte auch schon alles voll. Resistenzen. Alles erhöhen. Ja, das glaube ich, das macht am meisten Sinn. Ich meine, einfach alle Resistenzen mit dem Talent zu erhöhen, ist auch jetzt nicht so verkehrt. Aber nehmen wir lieber das. Mhm. Was hat die für Unterweltfähigkeiten? Den hier, den verwendet die immer, aber ich weiß nicht, ob das da überhaupt was bringt. Zerquetschen macht sie auch verhältnismäßig selten und das auch. Nee, das lassen wir mal. Und dann... Nochmal hier nochmal Stärke drauf. So. Da geht's auch nochmal weiter. Das Ende. Na, die Karte ist schon recht groß. A magic wand in the middle world? How interesting. Aha. Ja, und den können wir. Zauberstab kann verwendet werden, um bestimmte bewegliche Objekte einzufrieren oder freizugeben. Benutze ihn, um die Eigenschaften dieser Objekte zu ändern. Mhm. Also in dem Fall Wasser oder so. Achso, ah, damit die sich nicht mehr bewegen. Okay. Und Smaragdschlüssel. Also mit Einfrieren ist nicht das Kalteinfrieren gemeint, sondern die Bewegung stoppen. Mhm. Ja, und das haben sie auch dann so geprobt, indem sie... sagen, du musst das jetzt einmal verwenden, sonst kommst du nicht wieder zurück. Und da müssen wir das auch verwenden. Irgendwie. Oder auch nicht. Nee, es ist einfach nur... Ah, auf jeden Fall. A few more for my collection. Drei Pfeile.
Naja gut, ich denke, da werden wir noch irgendwie einen Hinweis bekommen, was da zu machen ist. Und vielleicht noch weitere Pfeile finden oder so. Im Moment habe ich jedenfalls nicht die geringste Ahnung. Gut, dann gehen wir wieder zurück und nach unten. Oder wir gehen erst nochmal die alten Sachen ab. Da war ja noch eins, wo wir den Stab benutzen mussten. Und hier die Kiste können wir uns noch schnappen. Locked. And we don't have the right key. Anscheinend nicht. Na gut, dann zipp, zipp und dann ist Zeit für einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal.